Es ist Zeit für ein neues Ziel. So eine kleine Runde Joggen am Morgen ist schon was richtig Feines, oder? Wie haltet ihr euch in der aktuellen Zeit fit? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Auch in diesem Video soll es vor allen Dingen um Ziele und Perspektiven gehen. Du weißt, wie wichtig es auch für dich ist, dir ein Ziel zu setzen, was du auch in der aktuellen Zeit, in den Lockdown-Zeiten verfolgen kannst, dem du nachlaufen kannst, wo du dich einfach persönlich, mental, ja psychisch auf der Höhe halten kannst und dem Leben etwas Schönes auch in diesen schwierigen Zeiten abgewinnen kannst. Auch bei mir ist es so, es wurden einfach alle Pläne zerrissen. Die komplette Wintersportsaison war ja auch mit Andi, mit Basti geplant. Es stand so viel Schönes auf dem Programm, auch für den Kanal, und alles ist weg. Ich weiß gar nicht, wann es wiederkommt. Und trotzdem, jetzt heißt es einfach, sich neue Gedanken zu machen mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Das möchte ich auch in diesem Video tun. Das heißt, wie immer auf meinem Kanal, Ziele setzen, sie bestmöglich versuchen zu erreichen. Und in diesem Prozess möchte ich euch jetzt an der Stelle auch mal mitnehmen, wie stecke ich mir meine Ziele. Und das machen wir gleich mal am Schreibtisch. Ja, das hat jetzt sehr gut getan, die Ziele mal wieder aufzuschreiben, nach der schönen Runde Joggen am Morgen nochmal zu visualisieren, was so alles im Kopf ist. Ihr kennt es bestimmt selbst, man hat so viele Träume, so viele Abenteuer im Kopf und es tut sehr, sehr gut, die Dinge mal aufzuschreiben. Das machen viele nicht. Sie haben das alles nur im Kopf liegen und wollen es irgendwann mal angehen und haben diese Wünsche, diese Träume, fokussieren sie aber nicht, indem sie es mal wirklich aufs Papier bringen. Und da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Denn das, was ich jetzt natürlich hier aufgeschrieben habe, das sind, sage ich mal, private Ziele, sportliche Ziele, Abenteuerziele. Es gibt aber natürlich noch andere Themen, wie zum Beispiel ja, das Thema Partnerschaft, Freunde, es gibt das Thema Gesundheit, Beruf, was bei mir jetzt eher in Richtung Gründung, also Gründer geht, oder bei dir vielleicht in Richtung Anstellung, je nachdem. Und all diese Ziele können nach einem gewissen Muster gut notiert werden. Und dazu gibt es ein Merkwort und das lautet SMART. SMART ist eben die Regel, nach der ich meine Ziele auch aufbaue. Wir beginnen mit dem S, spezifisch. Das Ziel sollte notiert werden und dabei möglichst klar. Du solltest wissen, welchen Berg du besteigen möchtest und das auch wirklich so auf den Punkt bringen. Genauso sollte das Ziel messbar sein, wofür das M steht. Am besten ist, wenn du zum Beispiel das private Ziel, jetzt mal ein ganz einfaches Ziel, du möchtest Kinder, dann sollte dieses Ziel vielleicht lauten, ich möchte 2 Kinder oder ich möchte messbar 100 Kilometer Fahrrad fahren. Also Dinge, die man gut messen kann. Dann ambitioniert. Es sollte bei dir Emotionen wecken. Du solltest sprudeln, wenn du dieses Ziel ja, dir anschaust. Da soll einfach was in dir passieren. Aber es darf auch nicht zu ambitioniert sein, da sind wir beim Buchstaben R für realistisch. Es muss auch greifbar sein. Es wäre zum Beispiel nicht so schlau, wenn ich mir jetzt aufschreibe, dass ich beim ersten FC Bayern München in der Profifußballmannschaft spielen möchte in der Bundesliga. Das ist schon definitiv nicht mehr greifbar für mich und auch nicht wirklich realistisch. Und das letzte ist das T. Dieses Ziel sollte terminiert sein. Es sollte ein Datum geben, an dem du das Ziel erreichst. Und so war es beim Chiemgau King. Das Ziel war eindeutig definiert, es war ambitioniert, es hat mir Freude bereitet. Es war halbwegs realistisch, aber schon ziemlich hart. Und es gab eben ein Datum und das war der 4.9.
Das Ziel ist erreicht geworden und jetzt heißt es, das nächste zu finden. Aktuell natürlich nicht ganz so schwierig, Reisen sind nicht so gut möglich und ja, da sind einige Hürden, die aufgrund der Corona-Regeln da sind, aber es gibt Möglichkeiten. Ein paar habe ich mir aufgeschrieben und jetzt heißt es, das Ganze mal den Jungs zu präsentieren, denn auch das tut einem sehr gut, die Ziele zu teilen mit seinen Freunden, um dann ja, möglichst gut den Nackenklatscher zu erhalten, falls man es nicht erreicht. Das Ganze nennt sich übrigens Social Leverage. Auf geht's! Nice. Die Herren? Die Dame. Wie geht's euch? Soweit ganz gut. Und selbst? Ja. Zu viel Arbeit. Was ja, störst du? Das ist ja der große Punkt. Ja, du weißt es, Basti. Die Ziele wurden uns entrissen. Das ist korrekt. Und Andi ja auch. Was wurden dir geboten? 80 Skitage? Ja. In der Praktikumsausschreibung. Jetzt habe ich noch keine 8. Also grande Problema, wir müssen ein neues Ziel haben. Und du hast ja schon im Sommer mit mir mitgemacht. Den Chemo-King, ja. Es gab den Chemo-King als Ziel. Herrlich. Wir haben vor ein paar Sommern haben wir den Alpencross gemacht. Und ja, mit gleicher Manier habe ich mir eben ein paar Dinge notiert, die ich euch hier mitgebracht habe. Du hast zu viel Zeit, oder? Und die ich auch mitgebracht habe für die Leute. Ich habe nämlich die Kamera angemacht. Wow. Ihr seid auf Sendung. Also, der große Punkt ist, ja, die Suche nach einem neuen Ziel, um auch hier bei YouTube mit dir was zu erzählen und natürlich auch privat mit dir wieder Zeit zu verbringen. Und das unter den Corona-Maßnahmen, natürlich mit gewährtem Abstand, wie jetzt hier. Und mit den Möglichkeiten, die uns geboten werden, auch bei den aktuellen Regeln. Und da habe ich mir vor allen Dingen eine Sache überlegt, die ich mitnehme in dieses Gespräch hier. Und das ist eine Skitour als Alpencross in der aktuellen Zeit, eventuell im März, April möglich. Also Beispiel wäre jetzt mal, habe eben eine Tour gesehen von Innsbruck nach Meran. Nice. Und das wäre so der Gedanke. Erstmal da, ihr seid jetzt mit dabei hinter den Geräten. Was denkt ihr und was denkt ihr Kollegen darüber? Ich meine, wir haben einen Alpencross schon mal gemacht. Mit Fahrrad, ja. Aber nicht im Schnee. Ja, dann verlosen wir die Ski doch nicht. Und ja, stimmt. Auch. Ein guter Einwand. Die Dinger werden heute Abend bei Basti im Livestream angepriesen. Aber trotzdem, ja, was sagt ihr? Ist das was? Go. Jetzt. Los. Andi hätte Bock. Ich will raus. Ja, raus wollen wir alle. Die große Sache ist natürlich die, Skitouren sind wir noch nicht so erfahren. Das hat mehr Alpin. Also, um das Ganze jetzt mal abzukürzen, bevor es hier zu lang ausartet mit den beiden. Das Ding ist, dass ich jetzt mehrere Ziele habe und ihr sollt mit abstimmen. Es gibt jetzt drei Stück und zwar einmal Skitour Alpencross, den ich gerade eben vorgestellt habe. Dann einen Marathon laufend, ja, wo ich einfach die Marathonvorbereitung hier bei YouTube zeige. Und eine Fahrradtour vom Norden Deutschlands bis in den Süden und das hier bei YouTube verfilmt. Diese drei oder diese Optionen habt ihr in der Abstimmung im Community-Bereich bei YouTube, der gerne auch nochmal unten verlinkt ist, wo ihr jetzt einfach draufklicken könnt und abstimmen könnt, was euch am besten gefällt. Und dann schauen wir, wie es sich umsetzen lässt, auch aufgrund der aktuellen Regelung. So viel zu diesem Video, das soll es gewesen sein. Danke Andi, danke Basti für euer Mitwirken, spontanes Mitwirken bei diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was erfahren zum Thema Ziele setzen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Ciao.